zurück und willkommen hier zu einem XXL Unboxing Battle auf meinem Kanal. Und heute habe ich hier das Panini Duell FIFA 365 gegen La Liga 18-19. Klar, in der La Liga sind natürlich nur spanische Clubs vertreten, ist ja klar, das ist die La Liga Sticker Serie mit Messi und Co. Ich glaube, Ronaldo gibt es auch noch als Sticker, weil halt der Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin sehr spät gekommen ist und da waren die Sticker schon gedruckt. Also haben wir auch die Möglichkeit, Ronaldo zu ziehen, rein theoretisch. Mal gucken, ob wir es packen. Aber darum geht es ja nicht, Ronaldo zu ziehen, sondern es geht darum, wer sich am Ende hier durchsetzt. Ich habe sogar, Leute, ich glaube, so ein riesen XXL Unboxing Battle gab es noch nie. Wir haben 9 Stickertütchen. 9 Stickertütchen. Und wenn jede Runde halt einer gewinnt, dann haben wir am Ende ein Ergebnis. Das kann ja heute also nicht unentschieden ausgehen. 9 Sticker-Tütchen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die FIFA 365 Sticker-Serie gewinnen wird. Vielleicht wird es auch so ein Ding 9-0. Wer weiß das schon, ne? Weil halt nur spanische Clubs, hier muss man echt schon einen Barca, Real oder Atletico Madrid-Spieler ziehen. Ansonsten wird es halt immer sehr, sehr eng für die La Liga-Sticker-Serie. Ist einfach so. Und ja, ihr könnt direkt am Anfang des Videos ein Däumchen nach oben da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wer noch nicht Abonnent ist, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Wir starten rein in die erste Runde und schauen, was wir hier so bekommen. Man City Logo. Natürlich, wenn es so die ganze Zeit losgeht und weitergeht, dann wird es ein bisschen einfacher. Felipe Luis ist natürlich schon mal ein Brett und Diego Godin ist da meiner Meinung nach noch besser. Also wir haben jetzt in der FIFA 365 Serie ein La Liga-Spieler gezogen. Es ist möglich, dass wir jetzt auch Godin ziehen, aber relativ unwahrscheinlich. Oh shit, Luis Suarez. Holy shit, Mann, Luis Suarez. Ja, Leute, das ist das 0-1, weil Suarez ist meiner Meinung nach besser als Diego Godin. Und den ersten goldenen Sticker Top-Bombe haben wir auch noch drin. Also diese goldenen Sticker sind in der La Liga-Sticker-Serie so geil. So saftig, knaftig. Aber ist vollkommen egal, weil es geht heute nur um die Duelle. Und wir haben jetzt hier das erste Duell. Diego Godin gegen Luis Suarez. Und für mich ist der Beißer hier vorn. Und das ist das 0-1 für die La Liga Sticker Serie. Also wenn die La Liga Sticker heute hier, also die Serie heute hier gewinnt, dann muss ich ja schon fast ein Gewinnspiel raushauen. Ohne Witz. Das ist so unwahrscheinlich eigentlich. Jemerson von AS Monaco. Kalinic. Malul. Bentaleb. Ja, 1-1. Ihr habt es gesehen, wenn ich gezogen habe. Ihr habt es gesehen. Diego, Armando, Maradona. Hätte ich jetzt Messi gezogen, hätte ich vielleicht noch gesagt, vielleicht ein Unentschieden. Maradona gegen Messi oder gegen Ronaldo. Aber es ist halt natürlich Maradona und das ist das 1-1, ganz klar, Leute. Die Spieler, die ich da gezogen hatte im La Liga Sticker-Tütchen, waren jetzt nicht so wirklich erwähnenswert. Deswegen machen wir mal weiter hier. Machen wir mal weiter. Drittes Tütchen, dritte Runde. Gulam, Ramiro, Areola, Clayson und Lionel Messi. Ich glaube es nicht, Mann. Was haben wir heute für ein Packluck? No joke. Schaut euch das mal an. Maradona, Suarez, Messi. Schaut euch das mal an, Alter. Ohne Witz. Dann muss ich das La Liga-Sticker-Tütchen eigentlich gar nicht auspacken, weil ich weiß, dass ich hier keinen besseren ziehen kann als Messi. Ist einfach so. Wir haben auch keinen besseren, ist ja klar. Das ist das 2-1. Die La Liga Sticker Serie hatte geführt mit einem Türchen. Jetzt steht 2-1. FIFA 365 hat das Spiel gedreht. Schauen, wie es weitergeht. Mit Tolisso von den Bayern. Dann haben wir Paulo Roberto, Real Madrid Foto, Arthur und Rodrigo. Also ich würde Arthur oder Tolisso sagen. Ich lasse mal erstmal beide draußen liegen. Es kann ja sein, dass ich hier einen, keine Ahnung, wen ziehe. Und dass ich dann gleich sage, ja komm, da gewinnt der Spieler hier. Coquelin, Marc Roca, Simon Kier, Jesus Navas und Moy. Nee. Da gebe ich mal jetzt hier Arthur den Punkt, Leute. Den zweiten Barca-Spieler. Das ist das 3-1. Ja, 3-1. Aber noch ist nichts vorbei, Leute. 9 Sticker-Tütchen. Es gab noch nie so ein XXL Unboxing Battle mit 9 Sticker-Tütchen. Heute ist es soweit. Und es steht 3-1 für die FIFA 365.
die Serie, die zuerst 5 Punkte hat, dann kann man sagen, das ist der Gesamtsieg, weil mehr, es, wenn man 5 Punkte hat, hat man halt gewonnen. Lucas Hernandez, Ibarra, Arias und Luan. Okay, okay, ich nehme Lucas Hernandez von Atletico Madrid. Irgendwie machen hier nur spanische Clubs die Punkte. Kann das sein? Was ist denn hier los, ey? Was ist hier los? Wen haben wir hier? Paco Alcacer, hier noch bei Barcelona. Kovacic, Douglas Luiz, Garnea, Fabian und Kalinic. Eieieiei. Soll ich einen kompletten Augen zusammendrücken hier und Paco Alcacer den Punkt geben? Ich weiß es nicht genau, Leute. Ich weiß es nicht genau. Soll ich es machen? Soll ich es riskieren? Lucas Hernandez ist ein sehr guter. Paco Alcacer ist auch ein sehr guter. Hat er in Dortmund definitiv gezeigt, ne? Ach komm, Leute, ich gebe Paco Alcacer den Punkt. Das ist das 3 zu 2. Das ist das 3 zu 2. Wie viele Stickertütchen? 4 haben wir noch. 4 Tütchen haben wir noch. Also noch genügend Punkte, die man hier vergeben kann und die wir vergeben werden. Quinones, Mario Götze, Miranda, Jürgen Damm und Luka Modric. Und wieder ist es La Liga, Leute. La Liga, La Liga, La Liga, La Liga, La Liga. Nur La Liga sind hier, liegen hier auf dem Tisch. Außer natürlich Legende Maradona. Luka Modric. Es muss eigentlich schon Messi oder so kommen. Ansonsten ist halt Luka Modric, Leo Baptistao als Top-Bomber-Sticker. Sehr geil. Tarin, Arthur und Ahmad. Nee, das war's. 4 zu 2. 4 zu 2 und jetzt hat die FIFA 365 Serie ordentlich Matchbälle, weil jeder Punkt, der jetzt kommt, kann für die FIFA 365 Serie erfolgreich sein und halt siegreich sein. Dann ist das vorbei, aber ich werde trotzdem alle Stickertütchen öffnen, keine Sorge, machen wir weiter. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen. Kurzawa von Paris, Barreca von Monaco, Riyad Mahrez, Semikedira und Giorgio Chiellini. Endlich mal kein La Liga Sticker hier. Wir haben ja 4 ordentliche gezogen. Kurzawa, Mahrez, Kedira. Aber meiner Meinung nach ist da Giorgio Chiellini die beste Auswahl. Alex Gallea, Oyarzabal, Nunes, Guardado, Radoya und Michy Batshuayi. Auch wenn Batshuayi ein guter Stürmer ist, es tut mir leid, es ist Giorgio Chiellini, Leute. Es ist die italienische Mauer und das ist das 5 zu 2 und die FIFA 365 Serie hat jetzt hier schon vorzeitig gewonnen. Aber ich bin gespannt, geht es hier vielleicht sogar 5-4 aus oder macht die FIFA 365 Serie jetzt noch 2 weitere Punkte zum 7 zu 2? Deswegen gibt es jetzt hier noch die letzten 2 Runden. Gagliardini von Inter Mailand, Frisalko von Inter, Juventus Logo, Sergio Oliveira und Irving Lozano. Ja, ich würde sogar fast sagen, Lozano ist der Beste, aber Frisalko ist auch nicht schlecht. Ich lasse ihn aber trotzdem mal draußen liegen, den Mexikaner. Wir ziehen Lucas Digne, würde ich eher sagen, nein. Bruno, nein. Logos, Gaku, nein. Vitolo, auch nein. Und Medran auch nein. Das ist das 6 zu 2. Jetzt wird es doch eindeutig, Leute. Jetzt wird es eindeutig 6 zu 2. Letzte Runde. Wer wird den letzten Punkt hier mitnehmen im XXL Unboxing Battle? Gaston Pereiro von Eindhoven. Dann haben wir das Corinthians Trikot, das Gremio Trikot, den Panini Ritter und Robert Lewandowski. Der hat einmal wieder alles rausgerissen hier, der Robert Lewandowski. Schauen wir mal. Nee. Ich sage ja, Leute, man muss Spieler ziehen von Real, von Atletico oder von Barca. Ansonsten, ja, kann es die La Liga Sticker Serie eigentlich vergessen. Es hat hier sehr gut begonnen mit Luis Suarez, aber am Ende war es dann doch eindeutig 7 zu 2 Torschützen. Maradona, Messi, Arthur, Modric, Chiellini, Lozano, Lewandowski und für die La Liga Sticker Serie Luis Suarez und ja, der
derzeitige Bundesligaspieler Paco Alcácer, damals noch bei Barcelona. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Mir hat es mir sehr viel Spaß gemacht, hier die Serien sich gegeneinander duellieren zu lassen. Ihr könnt gerne Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, komm, öffne mal nächstes Mal WM-Sticker gegen FIFA 35 oder keine Ahnung, schreibt unten rein oder auch Karten mal wieder ein Unboxing-Battle, also die FIFA 35 AXL gegen die Road to WM AXL beispielsweise oder bald kommt ja auch die neuen, bald kommen die neuen EM-Serien, da wird es definitiv auch schöne, knackige Unboxing-Battles geben. Ich bedanke mich, ich bin dann jetzt hier an dieser Stelle erstmal raus, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, haut rein und tschüssi!